Der 11. Deutsche Medizinrechtstag 2010 in Göttingen stand unter dem Motto Medizin in der Zwangsjacke. Dokumentation, Regelleistungsvolumina, Haftung. DVD 3. Regelleistungsvolumen. Regelleistungsvolumina. Eine budgetäre Zwangsjacke für Ärzte? Was bedeutet das Regelleistungsvolumen für das Ärztehonorar und welche aktuellen Entwicklungen gibt es in der Rechtsprechung? Regelleistungsvolumen, budgetäre Zwangsjacke ist heute unser Thema. Herr Dr. Motz hat es gerade schon angedeutet, das Hauptproblem ist ja, der Arzt kommt ja zu Ihnen als Anwalt und sagt, mein Honorar stimmt nicht. Das hat verschiedene Ursachen. In aller Regel kommt er dann, wenn es zu niedrig ist. Und in dem Zusammenhang, viele, die von Ihnen in dem Bereich beratend tätig sind, werden nach kurzer Zeit feststellen, dass 8 bis 9 von 10 Ärzten ihre Abrechnung einfach gar nicht verstehen. Zunächst werde ich mich mit der Frage auseinandersetzen, ob mit der Einführung der Regelleistungsvolumina auch Änderungen bei der Prüfung der Rechtmäßigkeit von Honorarverteilungsvorgaben verbunden sind. Ich soll mir das an die Krawatte machen, dann versuche ich das mal. Gut, so. Und wenn ja, welche Änderungen sind das denn? Im Anschluss erfolgt dann eine Analyse der aktuellen Rechtsprechung zur Einführung der Regelleistungsvolumina. Ich werde mich dabei aber auf die 3 BSG-Entscheidungen beschränken, die Anfang des Jahres hierzu ergangen sind, und werde versuchen, die Rechtsprechungslinie, die der 6. Senat dort zu der neuen Regelungskonzeption entwickelt hat, aufzuzeigen. Und zum Abschluss erfolgt dann ein kleiner Exkurs in den Bereich des vorläufigen Rechtsschutzes. In meinem letzten Beitrag zum Komplex Regelleistungsvolumina möchte ich exemplarisch einige ungelöste Probleme vorstellen, die eine erhebliche praktische Relevanz haben und die noch einer Klärung durch die Rechtsprechung harren. Nachdem Herr Kollege Eickmann in der Tat die Regelleistungsvolumina vorhin in seinem Beitrag in der Breite dargestellt hat, werde ich jetzt einige Punkte aufgreifen und etwas mehr in die Tiefe gehen.